Moin zusammen und willkommen zurück zu Pokémon Heart Gold. Im letzten Part haben wir endlich diesen nervigen Team Rocket Raum hinter uns gebracht. Ich mag ihn wirklich nicht. Und jetzt sind wir hier und versuchen, die zwei Passworte herauszufinden, die wir benötigen, um weiterzukommen. Eins haben wir schon bekommen. Das müsste Fleckmann-Route gewesen sein. Und wir schauen jetzt mal weiter, dass wir das andere auch noch bekommen. Und mal sehen, wer das hat. Hallo, na, will doch heute ein Pokémon unserem Experiment Schmerz zugefügt werden. Ah, ich bin so ein verruchter Wissenschaftler, mich kümmert's gar nicht. Das ist mir sowas von Stuppe, ich hau dein Ditto kaputt. Du Schnee kannst dir gar nicht gucken. Bus up, hier, was soll ich heißen? Ja, dieser süße kleine Pudding, er verwirrt einen immer wieder. Ich mag den kleinen Pudding. Wow. Es hat sich in Hydro Blast verwandelt. Oh mein Gott. Aber irgendwie ist es ein bisschen heller. Oder es liegt an dem Licht, das hier im Dunkeln ist. Es hat Dunkelklaue eingesetzt. Übrigens, und das finde ich nicht so toll, deswegen weiß ich es jetzt weg. Es war ein bisschen schneller als ich. Das hat mich ein wenig verwirrt. Alles klar. Lol. Diese Texte. Oh, guck mal, Items. Da-da-da-tom, Protein. Falls sich jemand überhaupt mal fragt, warum ich die Texte nicht von allen Trainern vorlese. Ah, sie sind so, wie soll ich sagen, nutzlos. Nicht von Belang. Außer der ist cool. Weißt du, bewegungsfähig, ich dir ein Passwort. Natürlich ist das der andere. Das wusste ich doch noch genau. Ja, Hust. Na, so genommen auch nicht mehr. Aber jedenfalls kriegt der jetzt voll auf die Ombe. Und dein Radikal ist mir sowas von egal. Das hau ich die Zwicke mit dir, meine Surfer. Schabab, Platsch und weg. Verdammt, das hat nicht funktioniert. Ich habe mir das so schön ausgemalt, aber trotzdem, es ist nicht gegangen. Was ist nicht gegangen? Egal. Das Radikal hat jetzt Tischtag ein und ist ein bisschen schneller als ich und das macht mir gar nichts, denn ich habe einen Surfer und da ist es weg. Tschüss, Radikal. Und er erreicht halt, du lässt das nächste Level. Passwort, Radikalroute. Jetzt ist ihr schon die Routen von Radikal. Ihr seid doch alle ekelhaft. Ihr seid doch alle so widerlich. Ah, die Rocket ist ein Kleibchen. Ah, wie soll ich sagen? Dumm. Ist nichts Neues, ich weiß. Und unser liebes Kirin ist wieder hinter uns. Na? Ist ein bisschen böse. Kirin funkelt deinen Gegner an. Durch mich hindurch. Alles klar. So, wir haben jetzt beide Passwörter. Und damit sollte uns alle Toren offen stehen. Und wir haben Übernahmen gefunden. Ja, da tacke die nicht gerade sehr nützlich jetzt hier. Das macht gar nichts. Oh, da geht's nach oben. Wo sind wir denn hier gelandet? Hallo? Na? Da ist ein riesiger Generator. Und da geht's weiter runter. Hallo? Du versperrst mir den Weg. Okay, ich mach das mal nur wieder, aber ich muss nicht ausscheiden. Ich spring dich um. Ich glaube nicht, dass das das Herz mit Bicht umzubringen, denn ich werde ihn erst umbringen. Aber erstmal seine Pokémon. Wohl ihn umbringen, ne, ich glaube, das bringt mir auch nichts. Und ich glaube, ich hau ihn einfach weg hier. Friss meinen Gegenschlag. Das bei dem Levelunterschied. Ja, ich glaube, Gegenschlag ist, glaube ich, nur stärker, wenn man als zweites angreift. Ich habe mir das immer noch nicht angeguckt, aber ist egal. Oh, das Radfratz weg. So. Und es ist noch ein Radfratz. Natürlich. Hast du vielleicht dann noch eins? So, nochmal ein Gegenschlag. Ja, Kirin, ich weiß, du bist schneller als dieses kleine Radfratz. Das brauchst du mir nicht noch extra mit deiner Flinkklaue zu zeigen. Reicht schon wieder nicht. Oh nein, es pumpt sich auf. Oh Gott, jetzt habe ich voll Angst vor der nächsten Attacke von diesem kleinen Radfratz. Nein, überhaupt nicht. Denn Kirin haut einfach mal mit einem Volltreffer gnadenlos zu Boden. Oh, ein Zubat. Ich wollte nicht wechseln. Das überrascht mich doch jetzt. Spüre meinen Feuerzahn. Du elendes, fliegendes Etwas. Ohne Augen. So. Ja, ich wusste, ich würde verlieren. Und warum willst du mich dann erst töten?
Blöd, Mann, diese leeren Drohungen immer. Lass mich, hier ist der Dank. Was gibt's denn hier Schönes? Hallo? Na? Oh. Was willst du denn hier? Ich hab zu tun. Ich bin erkunden. Horst, ich muss jedes Mal lachen, wenn ich diesen Namen komme. Was hast du denn nun schon wieder hier verloren? Du musst ja wirklich mächtig auf diese Team Rocket 0 Map fahren. Aber egal, vielmehr interessiert mich dieser Drachenprofi. Meine Pokémon waren keine Gegner für ihn. Die Niederlage an sich ist mir Schnuppe. Wenn ich erstmal ein paar stärkere Pokémon habe, verliere ich bestimmt nicht gegen ihn. Was mich wurmt, ist, was er zu mir gesagt hat. Er sagte, dass ich meine Pokémon nicht ausreichend liebe und ihnen nicht vertraue. Was ein lauwarmes Gewäsch. Ich könnte mich in den Hintern beißen, dass ich gegen eine solche Memme verloren habe. Und für einen Kampf gegen dich habe ich sowieso keine Zeit. Ich werde hier nur rumgeschubst. Ich werde hier nur... Green, mach was, ich werde nur rumgeschubst. Das wird gleich nervös. Okay, ich werde hier echt nur rumgeschubst. Das ist voll gemein. So, hallo. Die Tür ist verschlossen. Mitch gibt beide Passwörter ein. Wow, die Tür wurde entriegelt. Hallo. Na? Willkommen in meinem Versteck, Mitch. Was? Du willst wissen, wer ich bin? Ich bin Giovanni, der große Giovanni. Wie jetzt? Ich sehe nicht aus wie Giovanni. Wir sehen uns gar nicht ähnlich. Verflixt, dabei habe ich mir doch solche Mühe gegeben und geübt. Ich bin Team Rocket, Vorstandsmitglied Lambada. Lambada? Lambda. Lambada ist auch gut. Du dachtest wohl, du könntest dich in den Transmitterraum einschleichen, aber du hast du dich verzettelt. Das Zimmer wird nämlich durch ein besonderes Passwort geschützt. Und dieses Passwort lautet Lang lebe Giovanni. Jetzt bist du bestimmt baff, dass ich es so einfach verraten habe. Aber das macht überhaupt nichts, denn du kannst damit nichts anfangen, bevor du das Passwort nämlich nicht mit meiner Stimme aufsagst. Rührt die Tür sich keinen Zentimeter. Der ist ja sehr großzügig, dass er uns das Passwort verrät. Aber naja, da ist der liebe Lambada. Ich finde Lambada besser als Lambda. Die haben doch auf jeden Fall einen Buchstaben vergessen. So, das Supertaum jetzt auch ganz schnell weg. Yo. Kein Problem für unser Kirin. Einmal feste zugebissen und schon ist es weg. Für Smogon habe ich natürlich auch was ganz Besonderes, nämlich unser liebes Tutu. Das wird hier einmal die Köpfe drehen und dann tanzen wir alle Lambada. Los! Ach, schön. Solange wir nicht in Schlammbader tanzen, ist mir das doch alles egal. So, Konfusion haut das Smogon tot. Das ist sehr effektiv. Oh yeah. Dum, dum, du, du, du. Na, hast du noch was? Hast du noch was? Ja, ein Radikal. Radikal kriegt jetzt von Elekotti voll allein auf die Mütze. Warum Elekotti? Ich habe keine Ahnung. Wie immer. Hey, du bist ja gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Ja, und jetzt tanzen wir alle Lambada. Es wäre mal schön, wenn Elekotti endlich mal eine neue Elektroattacke lernen würde, weil der Donnerschock langsam ein bisschen überfällig ist. Ja, sehr überfällig. Das war vielleicht auch keine so gute Idee mit Elekotti, aber es braucht ja ein paar Level, um mal endlich eine neue Elektroattacke zu lernen. Elekotti, nicht abkacken. Du musst hier noch durch. Ach, Elekotti. Na gut. Spiner. Tada! Das tat ein bisschen weh. So, was machen wir denn mit dir? Tiefschlag, würde ich mal sagen. Babs, bams, dups. Hui. Und da fliegen sie weg. Seine Kaffee. Das ist paralysiert. Weggefischt. Ja, noch nicht. Gleich. Warte. Gleich. Gleich. Und zwar jetzt. Ich war völlig chancenlos. Und jetzt tanzt sich Lambada. Oh, vergib mir, großer Giovanni. Vor 3 Jahren ist unser Anführer, der große Giovanni, Team Rocket auf und verschwand. Doch ich bin sicher, er hat irgendwo nur auf eine Chance für ein Comeback. Mohahaha. Mahaha. Die Niederlage gegen dich jedenfalls zuckt mich überhaupt nicht. Denn ohne meine Stimme kannst du die Tür zum Transmitterraum zu öffnen versuchen, bis du schwarz wirst.
Und da läuft er erstmal gegen die Wand. Und dann tanzt der Lambader. Hallo, Kramwurks. Nachlich, Giovanni! Das Kramwurks hat Lambadas Stimme perfekt imitiert. Ja, perfekt. Könnte das etwa... Ja, sehr perfekt imitiert. Sehr perfekt. Oh Gott. So, was haben wir hier denn Schönes? Ein Item. Und das möchte ich gerne haben. Yay, wir haben Raub gefunden. Diese Musik ist langsam. Ah, lang lebe Giovanni! Ja, Kramwurks rennt davon. Ja, sehr perfekt imitiert. Muss man ja mal lassen, ne? Moment, ich muss hier runter. Giovanni! Ja, und weg ist es. Immer hinterher! Kramwurks bleibt hier! Bleib doch hier! Lang lebe Giovanni! Langsam bist du ein kleines bisschen nervig, du liebes kleines Kramwurks. Lang lebe Giovanni! Kramwurks kreischt das Passwort mit exakt derselben Stimme wie Lambada heraus. Das sprachgesteuerte Schloss löst sich. Wow. Und das Kramwurks rennt davon. Wahnsinn. Ja, sehr perfekt imitiert. Ich glaube, das hätte ich auch alleine hingekriegt. Ich glaube, das System ist ein bisschen fehlerhaft. Das ist ein sehr lauter Generator. Stehen geblieben! Wenn wir zulassen, dass sich ein Bike wie du hier so aufspielt, wird der Ruf von Team Rocket dadurch immer mehr Schaden nehmen. Das wäre nicht nur schade, sondern eine Schande. Und genau deshalb werden wir hier langsam mal den Schlussstrich ziehen. Du magst doch so stark sein, wenn du es mit uns beiden gleichzeitig zu tun hast, ist das auch für dich das Ende der Fahnenstange. Sieh es ein! Muhahaha! Tut uns leid, jetzt wirst du zermalmt. Augenblick mal. 2 gegen 1, findet ihr das nicht auch reichlich unausgewogen? Aber was erwarte ich von Team Rocket? Ihr lebt ja von solchen Tricks. Tut mir wirklich leid für euch, aber ich werde auch in diesem Kampf teilnehmen. Nanu, du bist nicht alleine. Das passt mir aber gar nicht. Ihr frechen Rotzlöffel, lasst euch von mir, Giovannis Vertreterin, eins gesagt sein. Ihr werdet noch früh genug erfahren, was mit Leuten geschieht, die sich Team Rocket in den Weg stellen. Und da kommt Athena. Mal so ein fettes Dragoran, ne? Das finde ich auch so geil. Mein Kirin wird total verdeckt von diesem fetten Dragoran, ey. Siegfried, was tust du? Das ist übrigens Level 40. Diesen Kampf können wir gar nicht verlieren. Das sage ich lieber nicht zu laut. Man weiß ja nie. Vielleicht hat auch Siggi seinem Dragoran nicht genug Liebe entgegengebracht. Man weiß ja nie. Slimer. Ja, es ist klein und eklig und Slimer-artig. Warum greifst du Slimer an? Dragoran, du solltest Arbok angreifen. Stärkeres Pokémon. Du mit Level 40 auf klein Arbok. Dragoran, doof sein in den Kopf. Naja. Sollte es auch kein großes Problem mehr darstellen. Und Dragoran fliegt wieder davon, weil es keine andere Attacke außer fliegen kann. Lambada. So. Und Arbok brennt. Und bumpf. Ja, Dragoran, jetzt brauchst du da auch nicht mehr drauf rumfliegen. Tadam, Kirina leicht Level 29. Aber das ist gar kein Ziel. Ja. Guck mal, Kramwurks. Lang lebe Giovanni! Jetzt wissen wir, wo das Kramwurks hingehört. Ah! Ja, Feuerzahn. Ja, Kramwurks. Wow, Dragoran kann Donner. Das arme Kramwurks. Schon ein bisschen brutal, ne?
Mein Arm ist gerät, das hat überhaupt nichts mehr zu tun, das ist total arbeitslos. Naja, Drakoran will, glaube ich, wieder Fliegen einsetzen. Oder Kirin benutzt mal seine Flinkklaue und schneller ist es bestimmt beleidigt von wegen, hey, Drakoran, haut mir mal alles kaputt, ich will auch mal. Alles brennt. Ja, sag ich doch. Tschüss, Drakoran. Au, oh, es brennt in den Augen. Das auch. Ja, und Drakoran macht wieder die ganze Arbeit alleine und lässt nichts für mein kleines Kirin übrig. Total der Angeber. So ein Jammer, jemand wie du könnte es bei Team Rocket bis an den Vorstand schaffen. Ja, der hat ja sehr viel zu erzählen. Ach, und wenn schon, jetzt wo unser Sendeexperiment geglückt ist, kümmert es mich nicht, was aus diesem Versteck wird. Unsere Sache ist sehr viel größer als das alles hier zusammengenommen. Du wirst schon noch sehen, vor Team Rocket nimmt man sich lieber in Acht. Sehe diesen Tag mit Freude entgegen. Jetzt würde ich übel, Mitch. Du hast dich ebenso ins Zeug gelegt, dass ich mich erstmal zurückgehalten habe. Ja, hat man gesehen. Ja, dein Drakoran hat alles alleine gemacht. Mhm. Na gut, jetzt müssen wir noch dieses seltsame Signal stoppen. Diese Maschine ist an allem schuld, aber ich finde nirgendwo einen Schalter. Dann gibt es nur einen Ausweg. Wir setzen die Elektroball außer Gefecht. Danach sollte auch dieses seltsame Signal nicht mehr gesendet werden. Für diese unschuldigen Elektroball tut es mir natürlich leid. Aber uns bleibt aber keine andere Wahl. Mitch, ich kümmere mich um die rechte Seite. Du übernimmst die linke. Ich will aber die rechte Seite machen. Na gut. Okay, hi Elektroball, na? Da grinst es mich an. Hallo. Jetzt muss ich mal was ausprobieren. Ich glaube, das ging. Wenn es will, dann geht das. Ich will jetzt aber nur gucken, welches flüchtet, ob das Elektroball immer noch da ist. Und? Ja, es ist immer noch da. Gut. Die Frage hat sich aber alleine geklärt. Ich meine nämlich, in der frühen Generation von Silber und Gold konnte man flüchten und das Elektroball war weg. Ich bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher. Ich meine aber, es war so. Gut, dann müssen wir die jetzt halt weghauen. Wenn Kirin mal möchte. Das kann es im Moment dauern. Ja, Kirin, das war die beste Möglichkeit, diese Flinkklaue einzusetzen und erstmal voll paralysiert zu sein. Ja, das ist völlig in Ordnung. Ich habe voll das Problem gegen Elektro-Pokémon, sehe ich gerade mit Hydro Blast und Tutu. Und Elekotti kann auch nicht viel machen. Und wir machen jetzt mal Nachtnebel. Kannst du mal mit deinem blöden Walzer aufhören? Ich ahne Schlimmes übrigens. Ich hasse diesen Elektroball. Ich hasse es. Diese Elektroball sind so nervig. Es wäre schön, wenn sie einfach mal umkippen würden und aufhören würde, ihr Walzer einzusetzen. Das wäre sehr freundlich. Platsch. Das sieht doch schon mal besser aus. Aber Hydro Blast ist jetzt eh Matsch. Die Kurs auf Walzer lässt sich nicht mehr stoppen. Ja, los. Elekotti. Nein. Tutu. Elekotti kommt gleich erst. Erstmal tut sich Tutu wieder den Kopf verrenken. Dann kriegt er einen Funkensprung ab und kippt erstmal voll um. Nein, das hat sie wohl gelegt. Das war ja. Ich bin überrascht. Ich bin fröhlich überrascht. So, Gott, das Elektroball ist weg. Eine Fräse. So. Tutu, was soll der Scheiß? Ah, Tutu trinkt irgendwas für Eis. Ja. Was hast du jetzt wieder für Müll gefunden? Oh, eine Entschlusskraft. Wow, das ist so nützlich. Okay, dann werde ich jetzt gleich mal kurz meine Pokémon heilen gehen, weil diese Elektroball einfach nervig sind und blöd und bescheuert. Und sie machen meine Pokémon kaputt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder bei Pokémon HeartGold. Tschüss und bis dann.